Heute ist der 21. Januar 2020. Das ist ein ganz besonderer Tag. Es dauert heute noch genau ein Jahr bis zur Eröffnungsfeier der 30. Winteruniversiade 2021 Luzern. Zentralschweiz, und wir alle freuen uns außerordentlich auf dieses große Ereignis in der Zentralschweiz. Es ist natürlich immer toll, wenn man solche Gross-Events in der Schweiz durchführen kann. Wir sehen jetzt gerade in Lausanne, welche Euphorie das auslösen kann. Und deshalb ist es umso schöner, wenn wir dann das nächstes Jahr auch in der Schweiz hier in Luzern haben können. Die Studierenden sollten die Chance haben, ihr Lieblingssport auch nebenbei zu üben, als sie studieren. Es gibt einige, die wirklich sehr gut in ihren Sportarten sind. Sie sind einfach Spitzensportlerinnen und Sportler, und wir sollten sie auch noch unterstützen können. Das gehört dazu. Und als eidgenössische Technische Hochschule natürlich haben wir den Wunsch, dass wir Schweizer Sportart noch unterstützen. Also der Ansporn ist immer sehr, sehr groß. Ich freue mich eigentlich auf jeden Event. Aber gerade so nahe von zu Hause ist natürlich ein super cooler Event. Auch wenn gerade die Familie oder Freunde zuschauen kommen können, ist das natürlich eine sehr große Motivation. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dort teilnehmen könnte. Ja, ich hoffe natürlich auf eine erfolgreiche Bestreitung des Events und einen schönen Winter, viel Schnee und perfektes Wetter, dass sich die Schweiz und die Delegation im besten Licht präsentieren kann.